So, meine Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, und aber große Nachricht, es ist wieder soweit. Einmal im Jahr haben wir immer einen 28% Code, größte Code, den es gibt im ganzen Jahr auf all meine Kurse, gilt nur 3 Tage, nur bis zum Wochenende, also bis zum 21. Und der Code, ich habe ihn auch mal unten drunter, lautet Hot Summer 28, könnt ihr überall eingeben in der Kaufabwicklung für meine Kurse. Und ich sage auch nochmal, die Kurse werden, vielleicht nicht alle, aber werden grundsätzlich teurer werden auch. Das heißt, da nochmal zuzuschlagen, lohnt sich doppelt. Billiger kommt ihr da echt nicht ran. Genau, heute haben wir mal wieder so eine spaßige E-Mail von Träumen vom Ex. Genau, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de machen. Ja, lieber Christian, es gibt eine Frage, die ich immer noch auf dem Herzen habe, also eine Zuschauerin. In letzter Zeit quälen mich oft Träume vom Vater der Kinder. Aus irgendeinem Grund wohnen wir diesen Traum wieder zusammen, was meinem Traum ich immer Unbehagen bereitet. Da wir sehr jung zusammengekommen waren, hatte ich nie eine Wohnung ohne ihn. Deshalb war es vor 2 Jahren ein erfüllendes, berauschendes und beängstigendes Erlebnis, meinen ganzen eigenen Wohnraum zu gestalten. In meinen Träumen ist der aber irgendwie in einer abgewandelten Version meiner Wohnung und irgendwelche Zufälle haben dazu geführt, dass er jetzt bei mir wohnt. Ich empfinde dann immer eine große Enttäuschung darüber, ihn noch nicht los zu sein. Das ergibt alles Sinn, aber dann fangen die Träume an, seltsam zu werden. In meinen Träumen beginne ich dann verzweifelt zu hoffen, dass er mich doch noch liebt. In manchen Träumen beginnt er mir Sachen zu sagen, die ich immer von ihm hören wollte, und er stellt sich heraus, dass unsere Trennung ein großes Missverständnis war. In anderen Träumen behandelt er mich wie Luft, aber ich verzehre mich nach ihm, bis er mich plötzlich doch berührt. Ja, das sind Drogenträume, aber ich lese mal weiter. Ganz typisch. In manchen Träumen erwidere ich die Berührung, in manchen Träumen wende ich mich weinend ab. Das ist alles dieses Drama, was wahrscheinlich eure Beziehung geprägt hat. Ja, ich sag da später noch was zu. Weil ich weiß, dass er mich nicht liebt. In anderen Träumen denke ich enttäuscht, dass wir mir doch wieder zusammenkommen müssen, weil ich es den Kindern schulde. In allen Träumen spielt unerfüllte Sehnsucht und tiefe Trauma eine große Rolle. Wenn ich aufwache, sind diese Gefühle wie weggeblasen und ich bin so erleichtert, als wäre ich aus einem schlimmen Albtraum aufgewacht. Verstehe ich nicht, wie ich in meinen Träumen so anders gegenüber diesem Mann empfinden kann, und leider träume ich das gleiche in Varianten mehrmals die Woche. Besonders in letzter Zeit wird es langsam Nerven aufreiben, was seltsam ist, weil die Trennung jetzt 2 Jahre her ist. Ich will das nicht mehr. Wie werde ich das los? Wir waren 10 Jahre zusammen, mindestens 8 davon war ich unglücklich. Gut, ich bin auch in Therapie und arbeite viel an meiner Heilung. Ja, das hätte ich jetzt auf jeden Fall empfohlen, wenn man das Gefühl hat, dass das auch, wie du ja schreibst, das lese ich jetzt mal nicht vor, mit deiner Familie irgendwie zusammenhängt. Angesichts der Vergangenheit dachte ich, dass ich kein Recht hatte, einen Mann zu verlassen. War immer kalt zu mir. Manchmal war er kurz, unerwartet, aufgeschlossen und offen. Ja, das heißt, du hast extremes heiß-kalt erlebt. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht so der große Romantiker und sehe das einfach unter den Begriffen intermittierende Verstärkung. Habe ich auch schon Videos zugemacht. Das heißt, es ist wie in der Spielhalle, du erlebst, oder meinetwegen auch wie wenn du Koks nimmst oder ich weiß nicht was, du erlebst Highs, du erlebst Downs, es entwickelt sich aufgrund dieser kurzen Abfolge von Highs und Downs mit viel Emotionen und Hormonen und Neurotransmittern, entwickelt man regelrechte Liebessucht, und wie bei jeder Sucht, das werden euch Junkies bestätigen, wenn man im Entzug ist oder auch nach dem Entzug, gibt es Drogenträume, ne? Das heißt, du träumst von einer Droge. Ist leider, man denkt immer, es wäre alles sowas Besonderes. Es ist nichts Besonderes und das heißt, hat nichts damit zu tun. Also wenn du jetzt Partydrogen genommen hättest, würdest du jetzt von Partys träumen, und nehme ich die Droge, nehme ich nicht die Droge, und ich weiß nicht was. Es ist, hat vor allen Dingen nichts damit zu tun, dass dieser Mensch irgendwas Besonderes wäre, mit dem du zusammen warst. Aber 10 Jahre unter Umständen, ich meine, du hast ja noch so einiges geschrieben, für jetzt auch niemand anträgern, hochwahrscheinlich doch recht toxische Beziehungen oder vielleicht sogar hochtoxische Beziehungen, sind lang, hinterlassen ihre Spuren in der Psyche, und entsprechend lang, muss jetzt auch nicht ewig dauern, kann es auch dauern,
bis so alle Sachen weg sind. Aber ich sag dir gleich trotzdem nochmal was dazu. Genau. So, also es war immer heiß und kalt, typische Ambivalenz eines Bindungsängstlers und ich habe mich co-abhängig verhalten und versucht, seine Liebe zu gewinnen. Ich werde schon müde, wenn ich dran denke, ich hätte mit einer Pferdekutsche durchs Wohnzimmer einen Triumphzug halten können und der Typ hätte mir nur gesagt, dass ich alles nicht so unordentlich machen soll. Ja, aber es hat ja mit dir letztlich nichts zu tun, das ist wie er ist, so, ne? Irgendwann habe ich verstanden, dass da keine Hoffnung mehr ist und habe mich getrennt. Aber wie werde ich diese Träume los? Wegen der Kinder müssen wir noch reden, aber unser Verhältnis ist kooperativ und neutral, manchmal auch freundlich. Nicht freundschaftlich. Im Grunde genommen ist er mir außerhalb seiner Rolle als Vater meiner Kinder tagsüber ziemlich egal. Gut, also auf jeden Fall hat er so eine Heiß-Kalt-Beziehung. Aber ich meine, ich habe jetzt so ein paar Sachen weggelesen. Also ja, das musst du jetzt mal selber. Also Heiß-Kalt und Bindungsängstler wird ja sowieso leicht toxisch und ja, Gott, nee, ist auch. Gut, also kommt auf jeden Fall aus einer sehr schwierigen Familie mit Übergriffen. Gut, also wie gesagt, das wird dann sowieso für dich toxisch, dieses heiß-kalte, ob die Beziehung jetzt so nach, also ich definiere toxisch immer danach, ob man liebessüchtig wird, ne? Ob das jetzt so eine ganz schlimme Beziehung war außerhalb dieses heiß-kalts, weiß ich jetzt nicht, vielleicht auch nicht. Aber für mich ist toxisch. Das heißt jetzt nicht, dass er ein in sich schlechter Mensch wäre oder so, überhaupt nicht. War vielleicht ein ganz netter Mensch. Aber wenn man selber in eine Liebessucht fällt, dann ist der Partner für einen toxisch. Vielleicht für jemand anders nicht, ne? Aber dann entwickeln sich halt diese Liebessuchtdynamiken. Ja, also ist ganz normal, aber nach meiner Lebenserfahrung, ich hatte das nach meiner ersten toxischen Beziehung auch. Da ging das über, ich meine, ich will dich da jetzt nicht antriggern, aber ich hatte das Wissen damals auch nicht. Da ging das mit großen Abständen über 10 Jahre, dass ich davon geträumt habe. Und als ich aufgehört habe, davon zu träumen, habe ich dann gehört, dass sie gestorben ist. Ich war echt gruselig. Hat sich tatsächlich im Traum dann nochmal von mir verabschiedet. Also hab ich geträumt. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich hatte damals nicht die Tools, das mit dem nötigen Abstand zu sehen. Das war eine höchst toxische Beziehung, die ich da hatte, habe ich auch in meinem zweiten Buch drüber geschrieben, raus aus toxischen Beziehungen. Aber habe das auch, hatte ja dann noch so zwei toxische Beziehungen und hatte das dann nur noch einmal für eine Woche. Es war aber auch total krass, irgendwie so völlig krasse Träume. Aber man muss sich auch so vorstellen, dass da einfach diese ganzen Neurotransmitterhormone sind so durcheinander und das, ja, spielt sich dann auch so weiter in der Nacht. Das berichten, wie gesagt, auch Junkies, diese so Drogenträume. Und das kann dann schon derbe antriggern, so, ne? Das hat man natürlich relativ wenig Einfluss auf die Träume. Ich weiß nicht, was dein Therapeut da sagt, ob ihr das auch, der auch Traumarbeit macht. Heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass man das machen müsste, überhaupt nicht. Aber du kannst zum Beispiel dir wirklich vornehmen beim Einschlafen, so, ich bitte mein System jetzt mal andere Träume zu schicken, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Du kannst gucken, ob da doch noch irgendwas ist, was so aufgearbeitet werden will oder ob du ihn, schreibst du zwar nicht, aber ich kenne es häufig so, dass Leute auch vermehrt davon träumen, wenn sie immer noch den Ex-Partner auf irgendein Podest stellen oder es immer noch so Teile gibt vom inneren Kind, die doch noch hoffen, aber da bist du ja eigentlich an der richtigen Stelle, das zu bearbeiten. Was ich unbedingt ausprobieren würde, auch wenn das jetzt, ich da, ja, gibt es jetzt keine Daten drüber, aber weil es einfach so easy ist, würde ich es unbedingt mal ausprobieren, das Bänder trennen, weil das so vielen Leuten so hilft, was ich mal wieder höre. Und ja, mach das doch mal, hol dir das aus dem Modul 0 raus. Und was ja auch günstiger gibt, 28%, Hot Summer 88, 28. Und ja, probier das mal aus und schreib mir gerne mal, ob das geholfen hat, würde mich auch mal interessieren. Also lass dir da Zeit, sei da geduldig und sag dir, Gott, was ich nicht ändern kann, kann ich nicht ändern. Also ein paar Tipps habe ich dir jetzt genannt. Und mein Gott, dann träumst du eben davon und drauf geschissen. Ey. Ich würde da nicht so einen Aufriss von machen, sondern das einfach
hinnehmen und sagen, Gott, was da mein Unterbewusstes macht, drauf geschissen, ich mache alles, was ich machen kann, mache Therapie. Ja, versuche da nochmal Bänder zu trennen. Und ich würde natürlich den Kontakt wirklich, ich meine, es ist immer schwer zu raten mit Kindern, das absolute Minimum, ne, zumindest bis das aufhört, das absolute Minimum beschränken. Das ist auch nochmal sehr stark triggernd, vermute ich mal, weil sonst würde das, glaube ich, nicht, würde es nicht geben, diese Träume. Das Wichtigste ist ja eigentlich immer Nullkontakt. Das kannst du jetzt nicht halten, verstehe ich, aber je mehr Kontakt du hast, umso mehr werden diese neuronalen Netzwerke wieder aktiviert und vielleicht unter, weiß ich nicht, drückst du was weg oder weiß ich nicht, kommst damit klar im Wachzustand, aber dass ich das irgendwie im Alltag, im Nachts dann doch wieder hochholt sozusagen, das konnte ich mir schon vorstellen. Deswegen, also versucht da jetzt, macht da keiner auf Kumpels oder irgendwie sowas, wirklich so wenig wie möglich. Kann er mit den Kindern, hat er den Kontakt, den er hat, aber zwischen euch beiden, versucht das mal wirklich aufs absolute Minimum runterzufahren. Ne? Kannst du mir auch sagen, ich brauche noch Zeit für mich und oder kannst du auch sagen, lass uns das die Sachen per E-Mail besprechen, ist mir gerade lieber, ich brauche da ein bisschen Abstand, ne? Und das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren, dann schreib mir gerne nochmal, bin ich gespannt. In diesem Sinne, kauft die fucking Kurse, macht die gucken nur die Videos, sehr hilfreich. 97% Weiterempfehlung und sage ich nur und ja, wir sehen uns bald wieder.